Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um den Lesemonat aus dem August gehen. Der August ist ja immer so der Sommermonat. Ich war auch 2 Wochen im Urlaub. Ich glaube, das zeigt sich auch an diesem Stapel. Ich habe im Urlaub wirklich in der ersten Woche fast jeden Tag ein Buch gelesen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so durchgezogen habe. Und es hat so Spaß gemacht, weil es hatte ein paar komische Umstände, dieser Urlaub, beziehungsweise es war ein bisschen anders als geplant. Und in der ersten Woche haben wir eigentlich wirklich nur am Pool gesessen und gechillt. Es hatte auch 34 Grad, man konnte irgendwie sonst gefühlt nichts anderes machen. In der zweiten Woche haben wir dann auch ein paar Städte besucht und so weiter. Aber die erste Woche war wirklich einfach nur runterkommen, lesen, in den Pool springen und chillen. Und es war so toll. Und wie gesagt, ich habe wirklich jeden Tag ein Buch gelesen und es waren so unglaublich gute Bücher mit dabei. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf den Lesemonat. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr im August auch so ein Buch dabei hattet, das euch so richtig überrascht oder begeistert hat. Würde mich sehr interessieren, hilft vielleicht auch anderen, die da vorbeischauen. Ich würde sagen, damit das Video nicht super lang wird, starten wir jetzt mal mit dem ersten Buch ganz oben. Das erste Buch ist Dümpeln. Wer das Buch noch nie gesehen hat, das war mal auf Insta vor ein paar Monaten so eine Crowdfunding-Aktion. Also das Buch wurde sozusagen durch andere Menschen finanziert und dadurch eben auch umgesetzt und gedruckt. Und ich habe mir eben vorzeitig dann das Buch schon vorbestellt gehabt. Und als es dann eben erschienen ist, ist es bei mir angekommen. Und ich war sehr gespannt und ich habe es gelesen. Und es ging ja so grob darum, dass es in Vietnam spielt. Es geht eben grob darum, im Klappentext steht zumindest, dass immer sehr viele Menschen im Jahr nach Vietnam reisen, sehr viele TouristInnen dabei sind, aber dass die ganzen Menschen, die dorthin reisen, eigentlich Vietnam nicht wirklich als Land kennenlernen, sondern so ein bisschen pseudo kennenlernen. Man lernt eben nur die Ecken, die man sehen möchte. Man schaut bei den anderen Ecken vielleicht weg, die man nicht sehen möchte. Und das war so das Grundthema. Ich habe es jetzt gelesen und ich muss sagen, es war irgendwie sehr unterhaltsam. Es ist nicht wirklich ein dickes Buch. Es hat irgendwie 160, 180 Seiten gehabt. Und es ging trotzdem so ein bisschen in eine andere Richtung, als ich mir irgendwie dachte. Ich dachte, es wäre so ein bisschen mehr Kritik am Tourismus, aber das kam gar nicht so sehr durch. Es geht hier um eine Protagonistin, die Fritteusen verkauft, also so richtig random. Also sie möchte Fritteusen in Vietnam verkaufen. Und das ist jetzt erstmal so ihr Ziel. Und wie sie das dann umsetzt und mit welcher Hilfe sie das umsetzt und wie sie dann eben zu unterschiedlichen Menschen kommt, um ihnen zum einen eine Fritteuse zu verkaufen, zum anderen sie irgendwie aber auch ja, kennenzulernen und irgendwie mehr zu erfahren, das erfahren wir dann in diesem Buch. Außerdem gibt es eben noch eine Journalistin, die dann so bei der Reise so ein bisschen dabei ist und auch darüber schreibt, wie sie die Situation so auffasst, was ihr aufwällt, was sie vielleicht kritisiert. Und so ist das dann eben ein Zusammenspiel aus diesen Aspekten und ist dann eben dieses Buch hier geworden. Und wie gesagt, es war auf der einen Seite irgendwie unterhaltsam, auf der anderen Seite hätte ich da, glaube ich, noch ein paar Leute gebraucht, wo ich mich danach so drüber austauschen kann, weil mir so ein bisschen der Purpose auch gefehlt hat. Also ich wusste nicht ganz genau, was jetzt die ganzen Aussagen sein sollen. Ich glaube aber, dass man da eine ganze Menge noch so unterschwellig erkennen kann, wenn man sich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Aber irgendwie war es lustig, irgendwie war es ein bisschen skurril, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Also es war für mich wirklich so ein Buch, es war gut, so am Pool einfach wirklich in so 1-2 Stunden durchzulesen. Und ich bin gespannt, ob wir von Pola Schnee Melcher noch mehr hören werden, beziehungsweise vom Almost Verlag, was da noch kommt. Auf der Fahrt in den Urlaub habe ich ein Buch gelesen und zwar habe ich mir das gekauft, weil mir der erste Teil bzw. ein anderes Buch von der Autorin schon so, so gut gefallen hat. Und zwar war das How to Kiss Your Enemy. Ich habe letzten Monat, glaube ich, oder vorletzten Monat das Buch How to Kiss Your Best Friend vorgestellt. Und ich habe ja gesagt, das war ein Buch, das hat mich so mega begeistert. Das war wirklich die cuteste Friends to Lovers Romance überhaupt. Das ist ja eine Sweet Romantic Comedy, das heißt, es gibt keinen expliziten Spice in diesen Büchern. Trotzdem nähern sie sich natürlich irgendwie an und man hat diese süßen Momente sind natürlich dabei, aber eben nicht mehr. Und hier geht es jetzt eben um Enemies, also es ist eine Enemies to Lovers Geschichte, beziehungsweise ich fand, sie waren gar nicht so lange Enemies. Also wer jetzt so eine richtige Enemy-Geschichte erwartet, ist hier ein bisschen falsch. Es geht darum, dass die beiden sich von der Kochschule noch kennen. Er hat mittlerweile ein Restaurant eröffnet auf dem Landgut seiner Familie und da spielt übrigens auch der erste Teil schon. Und sie kommt dort jetzt hin und er hat eben eine Stelle angenommen als Köchin in einem benachbarten Restaurant. Die beiden kennen sich, wie gesagt, und haben aber irgendwie immer schon so ein bisschen was gegeneinander. Und er ist, als er das hört, eben wirklich überhaupt nicht begeistert. Aber sie hat da irgendwie Lust drauf und denkt, okay, das ist schon so lange her, vielleicht können sie sich jetzt einfach anfreunden und gut ist.
aber das geht nicht so schnell. Aber wie gesagt, irgendwann nähern sie sich dann doch an. Und das mag ich eben an den Büchern, beziehungsweise an den ersten beiden, die ich jetzt gelesen habe, total gerne, dass die Männer einfach irgendwie so Good Guys auch sind. Also es ist nicht irgendwie so toxisch. Sie sprechen miteinander, es macht einfach Spaß. Es sind lustige und humorvolle Szenen mit dabei. Und deshalb muss ich sagen, dass Jenny Proctor, die Autorin, mir wirklich als Autorin so gut gefällt. Und ich bin froh, dass sie einige Bücher noch geschrieben hat. Die werde ich nämlich jetzt bestimmt alle nach und nach irgendwie lesen. Hier hinten ist eine ganze Liste mit Büchern noch mit drin. Also sehr cool. Ich habe mir jetzt übrigens auch das nächste in der Reihe bestellt. Das ist, steht das hier drin, How to Date a Movie Star oder so heißt das, glaube ich. Das steht hier irgendwie noch nicht mit dabei. Ah doch, How to Kiss a Movie Star. Also das gehört ebenfalls zu dieser Reihe. Und ich glaube, das sind immer die vier Brüder, die jetzt sozusagen dann ihr eigenes Buch bekommen. Also ganz große Empfehlung, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Auch das Thema Kochen und Backen und so weiter spielt hier natürlich eine Rolle und fand ich einfach sehr schön umgesetzt. War mal eine tolle Kulisse, weil eben wirklich auch viel in den Küchen spielt. Aber es war einfach insgesamt so ein Smalltown-Romance mit dieser Familie, Found Family und einfach toll. Also Empfehlung, es liest sich einfach so gut weg. Ebenfalls gelesen habe ich eine Dystopie und zwar Honesty von Franzi Kopka. Ich habe echt schon einige Bücher von der Autorin auf meiner Wunschliste gehabt und irgendwie habe ich nie dazu gegriffen. Chiara hat das Buch aber dann gelesen und fand es ganz gut und irgendwie habe ich es hinten drauf durchgelesen und mich hat es auch total angesprochen, weil es einen wirklich sehr an Divergent, also die Bestimmung, erinnert. Und irgendwie hatte ich dann im Sommerurlaub einfach Lust drauf und habe es dann mitgenommen und habe es auch wirklich gelesen. Ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Teil. Ich glaube, der erscheint ja sogar jetzt im September, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist sogar schon erschienen? Nee, ich glaube, er erscheint im September. Auf jeden Fall werde ich mir den bestimmt zulegen, weil das Ende ist natürlich so, dass man weiterlesen möchte. Wie könnte es anders sein? Dieses Buch spielt nach einer großen Pandemie und einem Krieg und seitdem herrscht eben in diesem Land Frieden. Und dieser Frieden wird dadurch gewährleistet, dass alle Menschen regelmäßig solche Tabletten nehmen, mit denen sie immer die Wahrheit sagen. Und diese Wahrheit soll eben dafür sorgen, dass eben keine Wut ausbricht, dass irgendwie keine extremen Gefühle da sind. Also die Wahrheit wird auch nur gesagt, wenn sie irgendwie sozusagen dem Wohl zugute kommen und jetzt nicht irgendwie gemein und Leute beleidigen, sondern es geht einfach wirklich darum, dass Menschen ehrlich zueinander sind und dass man natürlich die Menschen auch irgendwie kontrollieren kann und das ist so die Idee dahinter. May, die Protagonistin, gehört allerdings zu den Leuten, die diese Gefühle trotzdem spüren, also diese Extremen. Also sie kann Wut spüren und das sollte sie eigentlich nicht können und deshalb muss sie natürlich das total für sich behalten, geheim halten, sie darf darüber nicht sprechen, weil sie sonst in Gefahr irgendwie kommen könnte. Super schwierig wird es vor allem dann, als sie in ein Partnerschaftsprogramm gesteckt wird, das neu entwickelt wurde, um eben wirklich den perfekten Partner für jeden zu finden. Und dort ist sie nun und muss irgendwie mit ihren Gefühlen klarkommen. Und dann trifft sie dort auch eben auf einen attraktiven Typen mit eisblauen Augen, der es ihr wirklich alles andere als leicht macht, irgendwie ihre Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Ja, das ist so der grobe Plot. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, man merkt, wenn man es weiß, einfach schon die Parallelen zu Divergent. Aber es hat eben trotzdem eigene Aspekte, dieses ganze Thema mit der Wahrheit und so weiter, mit diesen Tabletten, die geschluckt werden. Also wenn man Divergent mag und auf der Suche ist nach was Ähnlichem, was aber trotzdem einen eigenen Charakter mit sich bringt, dann ist Honesty wirklich eine ganz gute Wahl. Es war schon ziemlich dick. Ich finde, man hätte es auch ein bisschen kürzen können, aber so im Großen und Ganzen hat es wirklich Spaß gemacht und ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ich mochte vor allem, dass ich einfach das Weltbild, dieses System hier wirklich gut verstanden habe. Also es wurde erklärt, aber es ist nicht zu kompliziert, nicht zu komplex, dass man irgendwie erstmal 200 Seiten braucht, um reinzukommen, sondern es ist hier vorne sogar noch so eine Grafik mit dabei mit den Ringen. Also das Land ist sozusagen in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und du möchtest natürlich ins Center, also da sind halt so die Reichen und wenn du in Ring 8 bist, also das Schwarze hier, da bist du eigentlich nicht mehr Teil der Gesellschaft und jeder Ring bzw. jede Gegend hat dann auch unterschiedliche Rechte, sag ich mal, oder haben unterschiedliches Ansehen. Genau, so ist das eben aufgebaut. Hat mir sehr gut gefallen, also Empfehlung kann ich aussprechen. Vielleicht werde ich jetzt Game Show mal noch lesen. Könnt ihr mir gerne schreiben, falls ihr das schon gelesen habt. Ist ja von der gleichen Autorin. Mal gucken. Dann habe ich ein Sachbuch mal wieder gelesen, beziehungsweise gehört, und zwar Gegen Frauenhass. Ich habe mir am Anfang noch ein paar Stellen markiert, aber dieses Buch, Leute, das hat mich so wahnsinnig wütend gemacht. Es war richtig, richtig gut. Christina Klemm, ich glaube, ich habe von ihr auch schon mal ein anderes Buch gelesen. Ich glaube, wie hieß das? Alle drei Tage? Ich glaube, das war von ihr. Das habe ich vor Jahren gelesen. Aber das hier hatte ich jetzt eine Weile auf meinem Sub liegen und jetzt dachte ich mir, nehme ich es mal zur Hand. Und es war eben
keine leichte Lektüre natürlich. Es war ein Buch, das einfach den Tatsachen ins Auge schaut. Es geht eben genau um das Thema Frauenhass in der Gesellschaft. Es geht darum, dass Frauen nicht ausreichend geschützt werden in toxischen Beziehungen, in Beziehungen, wo der Partner eben gewalttätig ist, wo man das eigentlich auch schon weiß, aber es gibt einfach nicht genügend Hilfsmittel oder nicht genügend Wege, wie man diese Frauen dann eben auch unterstützen kann, weil eben oft irgendwas erst passieren muss, damit man dann eben die nächsten Schritte einleitet. Und selbst dann ist es oft einfach kritisch, weil wirklich nicht die nötige Hilfe gegeben werden kann, weil einfach nicht die richtigen Strukturen geschaffen sind. Und die Autorin schreibt hier echt von unterschiedlichen Schicksalen eben auch, von unterschiedlichen Geschichten, die jetzt nicht von einer Person wirklich stammen, aber sie sagt eben, genauso gibt es einfach zig Geschichten, die sich wirklich alle genau ähneln und man lernt aber irgendwie trotzdem nichts daraus, beziehungsweise es ist einfach immer das gleiche Schicksal und jedes Mal denkt man, es kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder so weit gekommen ist. Und deshalb ist es einfach wahnsinnig frustrierend, weil man sich so denkt, das kann doch nicht sein, dass Frauen, die sich wirklich irgendwie gegen ihre Männer, die gewalttätig sind, wehren wollen, einfach so wenig Chancen haben, das wirklich auch zu schaffen, ihre Kinder da irgendwie mit rauszubekommen, dass ihnen da immer so viele Steine in den Weg gelegt werden. Und man muss ja auch überlegen, die Frauen sind oft eh schon geschwächt, ob psychisch oder physisch. Und dann sollen sie das irgendwie noch hinbekommen, so ihre ganze Kraft nochmal aufzuwenden, um da rauszukommen. Also echt super, super schwieriges Thema, sehr frustrierend, aber hat mir echt gut gefallen. Also öffnet einem nochmal mehr die Augen und also sehr lesenswert. Dann habe ich ein englisches Buch gelesen, auf das ich mich seit Monaten freue, wirklich. Und zwar ist das Play Along von Liz Tom Ford. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Ich liebe diese Reihe von Liz Tom Ford. Der erste Teil ist ja Mile High. Der zweite ist dann The Right Move. Oder andersrum. Nee, ich glaube, so stimmt's. Dann kommt Caught Up und jetzt eben Play Along. Und die ersten drei Teile haben mir so wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, der zweite ist mein Favorit. Dann kommt der dritte. Dann glaube ich der hier und dann der erste, aber auch der war wirklich einfach wieder pure Unterhaltung. Ich muss sagen, ich liebe einfach die Ideen und die Umsetzung, wie Liz Tom Ford ihre Bücher schreibt. Ich weiß nicht genau warum, ich habe das Gefühl, irgendwie ist es neu, also es ist was Neues. Man hat eben diesen Suchtfaktor, immer weiterlesen zu wollen. Es ist trotzdem nicht so mega toxisch, dass man irgendwie die ganze Zeit denkt so, what's happening in here, sondern es ist irgendwie einfach schön. Es macht einfach Spaß zu lesen. Die Bücher sind spicy, aber irgendwie stört es mich hier gar nicht, weil es einfach gut gemacht ist. Und ich glaube, das ist einfach immer das A und O bei diesen ganzen, Roman-Sachen, sag ich mal. Auf jeden Fall geht es hier um Kennedy und Isaiah. Die kennen wir schon aus den vorherigen Bänden. Und im dritten Teil wird am Ende deutlich, dass die beiden in Vegas plötzlich heiraten. Kurz zur Vorgeschichte, Isaiah ist eigentlich schon ewig lang, oder was heißt verknallt, aber er schwärmt schon seit Ewigkeiten für Kennedy. Kennedy ist Teil des Teams, und zwar ist sie beim Medical Staff mit dabei. Er ist Baseballspieler und die beiden haben eben immer wieder miteinander zu tun. So. Und jetzt ist es eben dann so, dass sie plötzlich verheiratet sind. Sie waren betrunken und durch eine PR-Aktion und sie überlegen, was sollen sie jetzt machen und so weiter, müssen sie jetzt erstmal zusammenbleiben. Das ist so die Ausgangssituation und dann geht es eben hier einfach darum, wie die beiden miteinander klarkommen, wie ihre Beziehung sich entwickelt und wie man es halt so kennt, Fake Dating, Arranged Marriage so ein bisschen, kommen die Gefühle dann eben auch bei Kennedy nach und nach so ein bisschen dazu. Und es war einfach wieder schön, es macht einfach Spaß zu lesen, wirklich. Das Buch hat 450 Seiten, also die sind alle relativ dick, finde ich, für Romance-Bücher. Und trotzdem hat man auf keiner einzigen Seite das Gefühl, dass es einen irgendwie langweilt. Es macht Spaß, man ist gefesselt, man möchte weiterlesen und es ist einfach toll. Ich muss sagen, der vierte Teil jetzt hier fand ich ein bisschen zu unoriginell. Also es war schon sehr ähnlich. Also so eine Story würde ich einfach erwarten, wenn mir jemand sagt Fake Dating und also dieses, was ist das Problem am Ende, worauf arbeitet man hin, was ist das Drama, irgendwie konnte man es schon erahnen. Ich finde, bei den anderen Büchern war es ein bisschen anders, da war auch ein bisschen mehr Nebenhandlung mit dabei, meiner Meinung nach, aber trotzdem fand ich es einfach wieder toll, hat Spaß gemacht und ich freue mich hier jetzt wirklich auf den fünften Teil, es kommt nämlich noch einer, ich glaube, das ist dann der letzte, aber ich finde die einfach toll. Ich mag die sehr und kann sie wirklich sehr empfehlen. Die ersten zwei sind ja mittlerweile auch schon auf Deutsch erschienen, also schaut doch mal vorbei. Dann geht es weiter mit unserem Buchclub-Buch und zwar haben wir uns für One of the Girls entschieden. Eine von uns lügt, eine von uns betrügt, doch würde eine von uns töten.
Das ist so die Story. Und zwar ist das eine Art Junggesellenabschied, würde ich mal sagen. Und zwar reisen die Frauen auf eine Insel, die es, glaube ich, nicht gibt. Also es ist einfach eine griechische Insel. Und die Mädels kennen sich untereinander zum Teil und unter anderem noch nicht. Also ein paar kennen sich nicht. Die Braut kennt natürlich alle. Aber wie es dann eben so ist, wenn viele Mädels auf einem Haufen sitzen, nach und nach gibt es irgendwie so ein bisschen Drama, es gibt Spannungen, es kommen Dinge ans Licht. Neben der Freundschaft mit Lexi, der Braut, haben sie nämlich noch etwas anderes gemeinsam, und zwar, dass alle irgendwie was verbergen. Geheimnisse kommen also nach und nach immer mehr ans Licht und eine Leiche taucht auf den Klippen unterhalb der Villa. So war die Story, und uns hat es echt interessiert. Wir dachten, das kann man gut lesen und sich dann so ein bisschen drüber austauschen, sodass man miträtselt, so wer hat jemanden umgebracht, wer stirbt überhaupt. Aber es war da nicht so ganz das, was wir, glaube ich, erwartet hatten, weil dieser Spannungsteil wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt des Buches ausmacht, relativ am Ende dann auch. Es ist eigentlich eher so ein Dramabuch, das eben immer mehr Geheimnisse und Verbindungen so ans Licht kommen, das schon. Das, finde ich, hat auch Spaß gemacht. Also es war ein gutes Buch, es war wirklich unterhaltsam. Man kann es einfach wirklich so weglesen. Man ist irgendwie so gefesselt, man möchte wissen, wie alle untereinander connected sind. Es waren auch echt einige Verbindungen, die ich so nicht erwartet hätte, also die mich wirklich auch überrascht haben. Bloß dieser Aspekt mit der Leiche und mit diesem Thriller-Anteil, den muss man, finde ich, so ein bisschen hinten anstellen bei den Erwartungen, weil das bekommt man nicht wirklich. Also es war dann am Ende irgendwann echt so, dass man dachte so, okay, wer stirbt jetzt überhaupt noch oder warum überhaupt? Keine Ahnung. Ich hatte immer mal wieder Vermutungen, die dann irgendwie alle wieder falsch waren. Einige im Buchclub wussten irgendwie schon das, was hier dann passiert. Also sie haben es geahnt, ich habe es irgendwie nicht geahnt. Aber ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam, mir hat es gut gefallen, aber eben weniger Thriller-Anteil als gedacht. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Sachbüchern, bevor ich noch zu einigen anderen Highlights komme, weil es waren wirklich so gute Bücher dabei, die ihr euch auf jeden Fall irgendwie auf die Liste schreiben solltet. Vorab aber erstmal haben wir noch ein anderes Buchclubbuch gelesen, und zwar von Andrea Petkovic, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Das ist ja eine ehemalige deutsche Tennisspielerin, die jetzt, glaube ich, in Rente gegangen ist. Sie hat, glaube ich, ihre Karriere beendet. Wie man eben in dem zweiten Buch von ihr dann erfahren hat, das habe ich direkt einfach danach gelesen, weil ich das schon zu Hause hatte. Und das hier haben wir eben im Buchclub gelesen. Da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich ja direkt beide lesen. Und zwar ist es hier, geht es darum, Zeit sich aus dem Staub zu machen. Hier beschreibt sie eben einfach, wie sie ihre Karriere beendet hat, also wie es ihr dabei ging, und genau, das ist so Inhalt des zweiten Buches. Hier geht es aber vor allem einfach noch um ihr Tennisleben insgesamt, und zwar ist sie eben Tennisspielerin gewesen, und das ist keine wirkliche Biografie, keine richtige chronologische Biografie, sondern es sind eher Erzählungen und Kurzgeschichten, wenn man so möchte. Also es sind einzelne Kapitel, die miteinander gar nicht mal so viel zu tun haben, was ich relativ schwierig am Anfang fand, um so reinzukommen, weil sie eben einfach Zeitsprünge drin hat. Es fehlen meiner Meinung nach so ein paar wichtige Dinge, oder die ich gerne halt gewusst hätte, gerade was so ihren Vater angeht. Der war nämlich Tennistrainer. Und sie sind eben früh aus Serbien, glaube ich, nach Deutschland gekommen, aus Bosnien. Also sie ist zumindest in Bosnien geboren. Und sie ist dann eben einfach früh an den Sport Tennis schon gekommen, durch ihren Vater. Und da hätte mich einfach mehr interessiert, so war der Vater lange ihr Trainer, wie hat das funktioniert, wie war da ihre Dynamik mit ihm, wie funktioniert das generell. Aber da hat sie relativ wenig von berichtet. Das waren eher so andere Geschichten aus ihrer Karriere, auch sehr interessante Geschichten aus ihrer wirklichen Hochphase, wie sie eben in unterschiedlichen Turnieren mitgespielt hat, was das für ein Gefühl war, was irgendwie auch super schwierig war. Sie hat so Tennis-Insights geteilt, also es hat mir wirklich einfach insgesamt sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich eben direkt mit dem zweiten Teil oder mit dem Folgeband weitergemacht. Und ich glaube, das hier fand ich sogar noch spannender. Wie gesagt, hier geht es darum, wie sie ihre Karriere beendet hat. Und ich fand es einfach total interessant, weil sie eben von einem auf den anderen Tag kein Tennis spielen musste. Und das ist natürlich für sie, die eigentlich jahrelang jeden Tag Tennis gespielt hat, so seltsam gewesen, weil sie jetzt plötzlich alles essen konnte. Sie musste sich an keine Diäten mehr halten, sie musste keinen Sport mehr machen. Sie durfte natürlich, aber irgendwie war alles so anders. Ihr ganzes Leben war anders, weil eben ihr normaler Tagesrhythmus, ihr Alltag plötzlich weg war. Und man merkt einfach deutlich, wie sie einfach so ein bisschen in dieser Schwebe hängt, weil sie nicht weiß, was macht sie jetzt eigentlich mit ihrem Leben. Sie ist ja immer noch jung, ist ja nicht so, dass man als Sportler in Rente geht und dann 60 ist, sondern man ist dann eben mit 30 oder so, ist dann so seine Phase vorbei, und dann hat man ja noch einige Jährchen. Und ich finde, da kam dieses Gefühl
der Zerrissenheit. Auf der einen Seite so die Erleichterung, fertig zu sein. Und auf der anderen Seite irgendwie dieses Gefühl von innerer Leere und so kam hier richtig gut zum Ausdruck. Und sie ist mir einfach nochmal als Person sympathischer geworden. Ich hatte sie auch bei den, was war das? War das jetzt die Olympiade? Nee, davor Wimbledon. Ich glaube, da hat sie ja immer mal wieder mitkommentiert oder war da in diesem Expertenteam gesessen. Und bei den Olympischen Spielen hat sie, glaube ich, auch mitkommentiert. Finde ich einfach sehr cool. Und ich muss sagen, ich habe das zweite dann als Hörbuch gehört. Und das mochte ich sehr gerne, weil sie war die Hörbuchsprecherin selbst. Und ich finde das bei so Büchern immer ganz cool. Man merkt, sie ist keine Hörbuchsprecherin. Also sie ist halt Tennisspielerin. Sie ist eine normale Person und das ist nicht ihr Job. Und sie liest es relativ so trocken runter. Aber weil es eben ihre Geschichten sind, finde ich, passt das da ziemlich gut. Und weil ich sie eben auch schon kannte als Person, wusste ich eben, dass sie das ist. Und dann wurde das Ganze und die Geschichten einfach nochmal so ein bisschen persönlicher, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, habe ich als Hörbuch auf BookBeat gehört. Mochte ich sehr gerne. In der Infobox ist auch wieder der Link für 60 Tage BookBeat gratis. Also falls ihr das einfach mal ausprobieren wollt, die Hörbuchplattform. Es gibt, wie gesagt, eine große Auswahl. Hier Sachbücher, aber auch viele Romance, Fantasy, also es gibt wirklich sehr, sehr viele aktuelle Titel. Dann schaut da einfach mal vorbei. Ansonsten könnt ihr auch den Code Bookaholic nutzen. Das funktioniert genauso. Also nur als Angebot könnt ihr gerne ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu zwei englischen Highlights, die mir beide so unfassbar gut gefallen haben. Und zwar, mit was starte ich? Okay, starte ich hiermit. Und zwar das eine, das hat mich auch so überrascht. Und zwar war das The Boy Next Door. Und Leute, diese Autorin, Jenny Ireland, sie hat bisher nur zwei Bücher geschrieben. Das andere ist The First Move. Das habe ich euch auch vor, ich weiß nicht genau wann, das war vor ein paar Monaten, ich kann es euch sonst in meiner Infobox verlinken, den Lesemonat, vorgestellt. Und auch das hat mir schon so wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich mir eben das andere Buch bestellt, weil ich dachte, okay, komm, vielleicht greife ich ja dann wirklich mal danach. Es ist nämlich YA und ich muss da schon so in the mood für sein, um da richtig Lust drauf zu haben. Aber jedes Mal, wenn ich dann so englische YA-Bücher lese, die sehr gut bewertet sind, bin ich einfach jedes Mal wieder so positiv überrascht und begeistert, wie AutorInnen so gute Themen mit in ihre Jugendbücher mitbringen. Ich weiß nicht genau, im Deutschen lese ich mittlerweile wirklich sehr selten nur noch Jugendbücher. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht müsste ich das einfach mal wieder ausprobieren. Aber im Englischen habe ich einfach das Gefühl, und wie gesagt, ich will das jetzt nicht so als Fakt darstellen, weil ich es nicht weiß, wie es im Deutschen ist, aber ich habe das Gefühl, im Englischen sind einfach die Jugendbücher nochmal eher für alle Altersgruppen geeignet. Und The Boy Next Door war so unfassbar toll. Wirklich, ich kann es gar nicht sagen. Und zwar geht es hier um zwei Charaktere. Wie hießen sie? Ich weiß es nicht mehr. Finbar und Molly. Und die beiden waren früher eigentlich richtig gut befreundet, weil sie eben Nachbarn waren. Sie haben immer Zeit miteinander verbracht. Sie haben richtig viel miteinander gespielt. Sie haben Wrestling geschaut. Das war so ihr Hobby. Und irgendwann hat sich das aber geändert. Molly ist dann in so diese fancy, coole Clique in der Highschool gekommen und Finbar ist eben so der Uncoole geblieben und sie hatten einfach nichts mehr miteinander zu tun. Sie hat einen Freund und ist mega happy und hat irgendwie ihr perfekt kleines Leben, was sie sich so wünscht und er hatte einfach gar keinen Bock drauf so. Und sie haben sich einfach auseinandergelebt. Ich weiß nicht, ich konnte das auf jeden Fall total gut nachvollziehen, weil ich habe echt auch mit einigen aus meiner Grundschule und so gar nichts mehr zu tun, obwohl man in der Zeit wirklich Best Friends war. Und so geht es den beiden eben auch. Und dann passiert aber auf einer Party etwas mit Molly, das die ganze Situation ins Wanken bringt. Und mehr steht auf dem Klappentext nicht drauf, außer dass sie dann eben dadurch wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das Buch am besten vorstelle, ob ich irgendwie so ein bisschen was erzählen soll. Aber auf der anderen Seite wird es dann eben wieder so ein bisschen spoilern. Ich kann einfach sagen, dass es eine Situation ist, die man so irgendwie nicht erwartet. Also es ist wirklich was Besonderes, sag ich mal, aber jetzt nicht nur im positiven Sinne, aber es war was Neues und es war jetzt nicht irgendwie nur so, er erwischt sie beim Fremdgehen oder keine Ahnung was, sondern es ist eine andere Situation, die das Leben von Molly irgendwie wirklich verändert und die eben dafür sorgt, dass Finbar plötzlich wieder mit ihr zu tun hat. Und alles, was dann eben daraufhin passiert, ist auf der einen Seite so traurig und emotional und auf der anderen Seite aber so schön und irgendwie so, ach, so herzerwärmend. Und es ist wirklich kein mega dramatisches Buch.
Also es ist eine dramatische Situation, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen mega runterzieht die ganze Zeit, das nicht. Sondern es ist trotzdem ein Buch, das irgendwie Hoffnung gibt, das Spaß macht, das aber gleichzeitig zeigt, dass das Leben nicht immer gut läuft. Und das kommt hier so gut rüber. Und es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern es geht auch wirklich viel um das Thema Freundschaft und Familie. Gerade die Familie von Molly und die Familie von Finbar könnten unterschiedlicher nicht sein, aber beide haben einfach so ihr Päckchen zu tragen und haben unterschiedliche Probleme innerhalb dieser Familie, die beiden dann eben aber auch irgendwie angehen und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und es waren einfach so tolle Themen, die so gut behandelt wurden, dass ich das Buch wirklich nur jedem empfehlen kann. Die Bücher gibt es leider bisher nur auf Englisch, soweit ich weiß. Ich finde, es lässt sich wirklich gut lesen. Es sind auch nur kurze Kapitel. Es gibt nämlich aus beiden Perspektiven wird das Ganze erzählt und jedes Kapitel ist dann immer eben nur so manchmal nur 3, 2 Seiten lang. Also es wechselt echt oft und deshalb ist man irgendwie so mittendrin. Also wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Ich liebe diese Bücher und ich hoffe, dass die Autorin noch viele weitere schreiben wird, weil jetzt habe ich erstmal keinen Nachschub. Das andere Buch, das ebenfalls wirklich ein absolutes Highlight für mich war, ist Just for the Summer von Abby Jimenez. Und dieses Buch, ich habe mir auch echt einige Situationen markiert. Dieses Buch, darauf war ich wirklich so gespannt, weil irgendwie man hört ja nur Positives. Generell von der Autorin hört man irgendwie gefühlt nur Gutes. Und ich habe mir das dann irgendwann gekauft, weil ich dachte, das klingt einfach nach dem perfekten Sommerbuch. Und ich war trotzdem gespannt, weil irgendwie konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass es so gut ist. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich so viele positive Meinungen höre. Dann habe ich es auch hier gehabt und habe es erstmal längere Zeit dafür liegen lassen. Man kennt's. Und dann dachte ich mir im Urlaub, okay, doch, ich nehme es jetzt aber mit, weil ich glaube, das ist ein gutes Buch für den Pool. Und genauso war es dann auch. Es ist nicht dünn, also es hat 400 Seiten und ich habe es wirklich an einem Tag durchgesuchtet. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß nicht, wann ich das vor dem Urlaub wirklich das letzte Mal gemacht habe, aber da bin ich wirklich einfach durch die Seiten geflogen. Und zwar geht es hier nämlich um zwei Charaktere, Justin und Emma. Und die beiden haben sozusagen einen Fluch auf sich lasten. Und zwar, immer wenn sie mit der jeweiligen Person, mit der sie zusammen sind, Schluss machen, findet diese daraufhin ihren Traummann bzw. ihre Traumfrau, die sie dann auch heiraten. Also die bleiben dann einfach zusammen. Und sie sind dann eben immer die, die übrig bleiben. Und er postet das eben so online und erzählt von seinem Schicksal und so weiter. Und Emma liest das und kann es nicht glauben, als sie das liest, weil sie eben genau das gleiche Schicksal hat. Sie antwortet dann ihm und so schreiben sie dann halt direkt so ein bisschen darüber. Und sie beschließen, sie sollten sich treffen. Sie sollten sich treffen und miteinander eben was anfangen, damit sie dann durch diesen Fluch danach beide ihren Traummann oder ihre Traumfrau treffen. Das ist so ihre Idee dahinter. Sie sagen, let's try, weil was haben sie zu verlieren? Und so lernen die beiden sich kennen. Und es ist dann halt so, dass die beiden sich irgendwie wirklich richtig sympathisch finden und so fragen, okay, warum sollten sie überhaupt wieder miteinander Schluss machen? Sie sagen halt, sie treffen sich 4-mal, machen 4 Dates miteinander aus und so weiter und dann machen sie irgendwann Schluss. Aber ob das dann so läuft, das erfahren wir dann in diesem Buch. Und es war einfach so unglaublich toll. Ich liebe es einfach, wenn man bei so Romance-Büchern wirklich ab Seite 1 im Geschehen ist. Und genauso war es hier, weil wirklich er postet das auf Seite 1 wirklich direkt. Und so kommt man einfach wahnsinnig schnell rein. Es gibt keine 20 Seiten Vorgeplänkel, sondern man ist einfach instant in der Geschichte drin. Und das hat einfach so wahnsinnig Spaß gemacht. Und insgesamt die Geschichte, ach, ist einfach toll. Emma hat auch eine Freundin, die mit dabei ist und die beiden sind eigentlich so Traveling Nurses, also sie sind eigentlich alle 3 Monate an einem komplett anderen Ort, um dann eben dort im Krankenhaus zu arbeiten und jetzt entscheiden sie eben dann wirklich spontan nach, wo war das? War das Tennessee? Nee, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo, ich glaube Michigan? Irgendwo in Amerika gehen sie dann eben hin, um in der Nähe von Justin zu sein. Und so treffen die beiden sich dann eben auch. Und es war einfach pure Unterhaltung. Es war einfach nur gut. Auch dieses Buch hat mich richtig überrascht, weil es kein Spice beinhaltet. Eine Szene, aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie Spice war. Also das war wirklich nur so angedeutet, war kurz und schnell vorbei. Aber es geht um so viel mehr. Es geht richtig in die Tiefe. Auch hier werden ernste Themen besprochen, aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer sagen soll, weil ich finde es irgendwie so ein bisschen blöd, weil aber bei New Adult und so gibt es oft gleiche Themen, die behandelt werden, finde ich. Und das ist ja auch vollkommen fair und gut, wenn es dann eben gut gemacht ist. Aber ich finde es eben auch immer erfrischend, wenn es eben neue Themen, die Mental Health und so weiter betreffen, so in Büchern vorkommen. Und das war in dem Fall so. Es war ein Thema, was ich noch nie, glaube ich, in Büchern wirklich so gelesen habe. Und es war so gut
umgesetzt. Die Protagonistin hat so schlaue Dinge von sich gegeben. Man hat ihre innere Zerrissenheit so gut nachempfinden können. Dieses Hin und Her, Überlegen, auf der einen Seite irgendwie wissen, die Situation ist so, auf der anderen Seite hoffen, vielleicht ist die Situation diesmal anders. Und es war einfach top. Also es war sehr gelungen und es war für mich wirklich auch ein 5-Sterne-Buch. Also große Empfehlung. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Auch das gibt es leider bisher nur auf Englisch, aber ich glaube, es wird dieses Jahr oder wahrscheinlich dann nächstes Jahr im Sommer auf Deutsch erscheinen. So, und wir haben immer noch 5 Bücher. Das eine ist Farbenrauschen von Kira Groh. Das ist ja der zweite Teil von Zeilenflüstern. Das habe ich ja damals geliebt, hat mir richtig gut gefallen. Das ist das hier ganz außen. Und ich war sehr gespannt auf Farbenrauschen, weil wir eben die beiden Charaktere hier in dem ersten Band schon kennengelernt haben. Und man hat schon so die Spannungen dazwischen gespürt und wusste, das wird nicht so ganz einfach zwischen Franka und Felix. Felix ist ja der Chef auf der Arbeit sozusagen. Er besitzt diese Marketingfirma, Designfirma und Franka arbeitet dort eben. Und die beiden können sich eigentlich nicht ausstehen. Sie müssen dann allerdings an einem größeren Projekt zusammenarbeiten und so haben sie eben einfach wieder mehr miteinander zu tun. Und was dann so passiert und was sich da entwickelt, erfahren wir in diesem Buch. Und ich finde, der Klappentext ist so ein bisschen nichtssagend. Also das könnte gefühlt jedes andere Buch auch sein. Aber wenn man sieht, es ist Kira Groh, finde ich, da weiß man einfach, man bekommt was Gutes. Es war inhaltlich wirklich sehr gelungen. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Ich fand den ersten, glaube ich, trotzdem einen Ticken besser. Aber auch hier gibt es wieder Themen, die ich auch so noch nie in anderen Büchern gelesen habe. Es war ein interessantes Thema, sag ich mal, auf was sie hier so ein bisschen Fokus gelegt hat, was das Problem, sag ich mal, von Franka ist. Also dieses sich nicht öffnen können, das hat eben einfach einen Grund und den erfahren wir dann hier nach und nach. Und es war einfach emotional, es war schön zu sehen, dass Felix irgendwie so ein offener Typ ist, der auch wirklich irgendwie das Herz am richtigen Fleck hat, auch wenn er das manchmal nicht so zeigen kann, obwohl er eigentlich eher so der Good Guy in der ganzen Sache ist. Und Franka ist so ein bisschen die, die immer so ein bisschen auf Distanz geht und ihn so ein bisschen, ne? Sie fühlt sich irgendwie wohler, wenn sie sich die ganze Zeit so necken und irgendwie aneinander anecken und miteinander streiten. Weil immer, wenn er nett ist, fühlt sie sich so ein bisschen so, warum ist er jetzt nett zu mir? Also ich mag die Reihe richtig gerne, freue mich da auch auf den dritten Teil und kann es sehr empfehlen. Ich mag es einfach, wie Kira Groh Themen in ihre Bücher reinbringt. Sehr sympathisch, sehr sensibel und einfach gut gemacht. Also ich mochte es wieder sehr gerne. So, dann habe ich ein Buch gelesen, das passend zu den Olympischen Spielen war. Und zwar Let the Games Begin. Auch das hier habe ich im Urlaub gelesen, beziehungsweise auf der Fahrt. Die war nämlich ziemlich lange. Ich habe das Buch gesehen im Buchladen und dachte mir, perfekt. Ich liebe nämlich die Olympischen Spiele. Ich habe da so Spaß dran. Ich gucke da gefühlt alles. In Frankreich habe ich dann eben nichts mehr schauen können, weil der ARD-Livestream leider nicht mehr ging. Und ich habe es auch nicht gecheckt, wie ich das da mit VPN irgendwie umstellen kann. Was auch immer. Ich habe dann die letzten 4-5 Tage verpasst. Aber das Buch habe ich trotzdem gelesen. Und zwar geht es hier nämlich um Olivia und Siki. Und die beiden reisen eben zu den Olympischen Spielen. Er ist Star-Sprinter im britischen Team. Und sie ist keine Sportlerin, sondern sie möchte eigentlich ein Praktikum dort machen. Sie hat auch eine Praktikumsstelle, aber als sie dorthin kommt, muss sie dann plötzlich erfahren, dass es da irgendwie Verwechslung gab und die Stelle wurde irgendwie doppelt belegt und sie hat sie dann nicht mehr. Und durch ein paar Verschiebungen, sag ich mal, schafft sie es dann trotzdem, dort zu bleiben. Nicht gerade mit ihrem Traumjob, aber sie ist trotzdem eben live dabei und kann helfen. Und die beiden treffen eben relativ früh aufeinander und können sich eigentlich auch vom ersten Moment nicht so leiden. Aber sie treffen eben immer wieder aufeinander und haben immer wieder wilde Wortgefechte. Und ob sich dann aus diesen Gefühlen irgendwie was anderes entwickelt, ob ihre Liebe dann direkt an der ersten Hürde scheitert, das erfahren wir dann in diesem Buch. Und es war wirklich cute für zwischendurch. Ich muss sagen, es war jetzt keine außergewöhnliche Meisterleistung, würde ich sagen. Also es war irgendwie ganz cute. Ich hatte mich da auch mit einer vom Buchclub drüber unterhalten. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, aber sie meinte, dass am Anfang irgendwie davon gesprochen wurde, dass eine Frau an den Ringen geturnt hat. Und das gibt es ja gar nicht. Also die Ringe sind eben für die Männer. Und Frauen haben eben andere Disziplinen, sag ich mal. Und das sind natürlich dann so Sachen, das ist ein bisschen schade, wenn man das dann so falsch recherchiert, wenn es eben genau um die Olympischen Spiele geht. Wie gesagt, mir ist das eben beim Lesen nicht aufgefallen, aber
sowas fällt einem dann vielleicht auf, wenn man eben wirklich Fan ist. Aber insgesamt, wie gesagt, es war einfach irgendwie süß, es hat Spaß gemacht. Diese Vibes von den Olympischen Spielen kamen auf jeden Fall rüber, weil ich eben, wie gesagt, viel auch Leichtathletik und so weiter geschaut habe. Und wenn ich das dann gelesen habe, dann hatte ich eben wirklich alles so vor Augen und konnte mir das richtig bildlich vorstellen. Deshalb hat es einfach Spaß gemacht. Aber so insgesamt, auch warum sie am Anfang sich nicht mochten, habe ich halt nicht verstanden. Also warum könnt ihr nicht einfach von Anfang an, wenn ihr auf eine neue Person trefft, freundlich sein? So, warum habt ihr dann direkt eine Abwehrhaltung? Es war für mich irgendwie nicht logisch oder es gab für mich keinen Grund. Und das fand ich dann einfach so ein bisschen so, okay, so, ihr seid erwachsen. Aber abgesehen davon fand ich es wirklich ganz süß. Es wurden eben auch unterschiedliche Themen mit reingebracht, da er auch für ein anderes Land antreten könnte, sich aber jetzt für Großbritannien eben entschieden hat. Aber warum oder was die Gründe dafür sind, das erläuterte er dann auch alles hier. Und ja, also wie gesagt, süß, aber kein Muss. Dann bleiben wir doch noch bei Sports Romance. Und zwar habe ich Fair Catch gelesen. Das ist das erste Buch von einer Reihe. Ich weiß gerade nicht genau, wie die Reihe heißt. Ich glaube Red Zone Rivals oder so. Und ich habe mir jetzt hier diese Special Edition gekauft für 21 Euro. Und es ist einfach nur ein ganz normales Taschenbuch eigentlich. Aber ich mochte das andere Cover leider nicht. Und jetzt habe ich halt das hier. Aber ja, zur Story. Es geht hier um Riley und um Ziki. Beide heißen übrigens Ziki. Das finde ich auch lustig, wie dem vorherigen Buch. Und die beiden kennen sich schon seit Ewigkeiten. Ziki ist der beste Freund von Rileys Bruder und die drei waren eigentlich immer so eine Dreierkonstellation, waren auf der gleichen Highschool, haben immer viel miteinander gemacht, bis es dann eben einen Moment gab, der alles so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Riley kann Ziki seit dem Moment nicht mehr ausstehen und die beiden versuchen sich eigentlich so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ziki nicht ganz so sehr wie sie, aber sie hat eigentlich wirklich kein Interesse mehr an ihm und möchte nichts mit ihm zu tun haben. Und jetzt sind die beiden aber im College und landen im gleichen Football-Team. Das war so der erste Aspekt, den ich ein bisschen weird fand, muss ich sagen, weil sie, also Riley, ist eine weibliche Kickerin im Football-Team. Und da war ich erst so kurz confused und dachte mir so, gibt's das? Also kann das theoretisch sein, dass eine weibliche Person in einem College-Football-Team dabei ist? Aber ich glaube, das geht nicht. Also, weil das gibt's nicht, habe ich noch nie von gehört. Und ich glaube, das geht wirklich nicht. Also nagelt mich da nicht drauf fest, aber wie gesagt, ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, Football ist wirklich ein reiner Männersport, was das angeht. Auf jeden Fall ist sie halt die Kickerin und er ist eben auch dort im Team mit dabei. Und ja, sie müssen also mehr Zeit miteinander verbringen, sie trainieren zusammen, sie müssen sich irgendwie miteinander auseinandersetzen und zu guter Letzt müssen sie dann tatsächlich sich auch noch ein Zimmer teilen. Also Roommates, obwohl sie es eigentlich nicht sein wollen. Und ja, dann kommt eben einiges aus der Vergangenheit wieder hoch. Sie müssen sich mit Dingen auseinandersetzen, die sie die ganze Zeit unterdrückt haben. Und für sie ist natürlich die Situation in einem männerdominierten Sport auch alles andere als leicht. Und auch in dem Team muss sie sich erstmal irgendwie so ein bisschen einen Namen machen, um sich Respekt zu verschaffen. Das ist so die Story. Ich finde, es war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Auch das hier ist eine spicy Romance-Geschichte. Aber irgendwie hat es gepasst. Es war irgendwie schön zu sehen, wie die beiden sich auch irgendwie wieder annähern. Es hatte für mich auch einen guten Grund, warum Riley eben nichts mehr von ihm wissen wollte. Ich finde, das Drama am Ende, das man eben so kennt, das war für mich persönlich ein bisschen unnötig. Da dachte ich mir so, Leute, sprecht einfach miteinander. Also das war wirklich sowas, wo ich mir dachte, das reicht mir nicht aus, um dann wochenlang irgendwie Streit zu haben, weil es für mich einfach kein Thema war. Also, Entschuldigung. So, sprecht miteinander, ihr seid erwachsen und dann kann man das aus dem Weg räumen. Fand ich irgendwie ein bisschen nervig, ein bisschen unnötig so. Aber so im Großen und Ganzen war es wirklich eine cute Story. Das Thema, dass sie eben im Football-Team ist, obwohl das irgendwie nicht realistisch ist, fand ich einfach so ein bisschen so, warum? Also, ja, keine Ahnung. Also, wenn das einfach nicht funktioniert, dann finde ich es halt komisch, wenn man daraus eine Football-Romance macht. Aber ich muss sagen, das Thema Football wurde wirklich gut in dem Buch behandelt. Es kam viel auch drin vor. Also, es ist nicht nur so ein Sport, der halt gespielt wird, sondern man erfährt da wirklich auch Dinge darüber und es spielt eben wirklich eine Rolle. Und das fand ich ganz cool, weil eben auch so Details besprochen werden und jetzt nicht nur so oberflächlich immer wieder angekratzt. Von daher, ich bin gespannt. Vielleicht werde ich den zweiten Teil immer noch lesen, weil ich habe schon gehört, dass der zweite ein bisschen besser sein soll. Mal gucken. Falls ihr die Reihe kennt, schreibt aber sehr gerne mal, wie es euch gefallen hat. So, dann sind wir beim vorletzten Buch angekommen. Und zwar ist das Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwickel.
Mareike Fallwickel ist ja eine Autorin, die sehr gesellschaftskritische Themen in ihren Büchern mit verarbeitet. Und ich war sehr gespannt auf dieses Buch. Ich glaube, das war sogar ihr Debüt, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe von ihr bisher zwei andere Bücher gelesen, die ich beide richtig, richtig gut fand. Und deshalb war ich hier sehr gespannt drauf. Es geht hier um zwei Jungs, die wirklich irgendwie beste Freunde waren. Und zwar um Moritz und Raphael. Und dann taucht eben ein Mädchen namens Johanna auf, die sich zwischen diese Freundschaft drängt. Und was das Ganze bewirkt, eben in dieser ganzen Konstellation, das erfahren wir dann in diesem Buch. Und ich muss sagen, ich habe den Klappentext gelesen und konnte mir noch nicht so genau vorstellen, in welche Richtung das Buch geht. Und es war dann deutlich ernster und härter und irgendwie frustrierender, als ich anfangs gedacht hätte. Obwohl es mich jetzt eigentlich auch nicht hätte überraschen sollen, weil es eben Mareike Fallwickel ist. Also sie hat es schon drauf, wenn es eben so geht, so den Finger in die Wunde zu legen. Und so war es auch in diesem Buch. Es hat sehr viele Zeitsprünge mit drin. Also es spielt zum einen in 1900 irgendwas, aber auch in der Gegenwart 2017, glaube ich. Genau. Und so bekommt man aber wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte aus dieser Geschichte mitgeteilt und kann eben das große Ganze nach und nach für sich selbst zusammensetzen und sich eben auch selbst ein Bild machen. So, wen findet man sympathischer? Was kann man besser verstehen? Kann man vielleicht auch Dinge verstehen, obwohl sie einen gleichzeitig aufregen? Und so war das eben bei dem Buch irgendwie auch. Es geht nämlich sehr viel auch um toxische Freundschaft. Also Raphael und Moritz sind anscheinend irgendwie Freunde, aber beim Lesen fragt man sich, beziehungsweise frage ich mich auf jeden Fall so, wo ist diese Freundschaft? Also auf was basiert diese Freundschaft? Schon damals, als sie eben kleine Kinder in der Schule waren, denkt man sich so, nein, so soll eine Freundschaft nicht aussehen. Und das kommt dann eben einfach in den ganzen Jahren darauf wirklich immer deutlicher raus. Und das eben bis in die Gegenwart. Und wie sich eben solche Dynamiken innerhalb so Beziehungen durchsetzen und weitertragen, das ist schon echt krass. Das war auch so ein Buch, das hat mich echt teilweise so aufgeregt, weil manche Situationen wirklich so frustrierend waren, weil ich dachte, wie kann es sein, dass jetzt zum Beispiel diese Person, die eigentlich die Verantwortung dafür hat, so handelt, wie sie dann gehandelt hat. Obwohl sie weiß, dass es eigentlich falsch war und obwohl sie dadurch irgendwie auch andere Leute ja nicht beschützt hat. Und das ist einfach so, es zeigt einfach die menschlichen Abgründe und irgendwie auch die Grenzen, die manche Menschen einfach in ihrem Handeln haben und sich nicht darüber irgendwie erheben können, die einfach nicht stark genug sind. Und das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie das hier einfach literarisch umgesetzt hat. Also wirklich große Empfehlung, mochte ich sehr gerne. Ist wirklich ziemlich, ziemlich dick. Also auch das hier hat 480 Seiten. Aber ist auch wirklich sehr umfangreich. Und last but not least haben wir noch den zweiten Teil von Daughter of the Pirate King, Daughter of the Siren King. Das erste Buch ist das hier ganz außen und das hier ist der dritte. Der dritte Teil hat, glaube ich, nichts mehr direkt mit den ersten beiden zu tun. Es geht um eine andere Person, die aber auch schon in den ersten beiden Teilen vorkommt. Also wir kennen die Charaktere aus Band 3 schon, aber es ist eben nicht mehr die gleiche Grundstory. Ich war sehr gespannt, weil der erste Teil hat natürlich mit einem Cliffhanger geendet. Ich kann hier nicht wirklich viel zum Klappentext, zum Inhalt sagen, weil das irgendwie alles aus Band 1 spoilern würde. Ich kann aber sagen, ich glaube, der zweite hat mir sogar besser gefallen als der erste, weil ich das Gefühl hatte, dass das Ganze so ein bisschen in Schwung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja eine Piratencrew und sie ist eben die Anführerin. Und wie sagt man denn dazu? Kapitänin? Ist sie die Kapitänin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie eben das Sagen auf diesem Schiff. Und jetzt kommt es eben so weit, dass sie wirklich unterwegs sind auf den Meeren und dass sie eben fliehen müssen und dass sie andere Leute verfolgen und einfach mehr Action kommt dazu. Ich finde, das hat im ersten Teil noch so ein bisschen gefehlt. Hier war es wirklich spannend, weil man die ganze Zeit überlegt hat, okay, wie endet das? Wie löst sich das Ganze auf? Von daher mochte ich das echt gerne. Wie gesagt, ich glaube, der erste Teil erscheint jetzt auch irgendwann wirklich auf Deutsch. Den gab es ja schon mal als Special Edition bei irgendeinem Anbieter vorab. Aber ich glaube, im regulären Buchhandel müsste es dann auch bald erscheinen. Zumindest der erste Teil. Ich weiß nicht, ob die ersten beiden zusammen erscheinen? Ich glaube nicht. Aber ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken, falls ihr so eine Piratengeschichte sucht. Fand ich irgendwie mal ganz cool, eine coole Abwechslung. Ich mochte den Vibe, die Atmosphäre, weil es einfach alles so ein bisschen düsterer ist. Von daher habe ich jetzt gelesen, bin ich jetzt happy. Ich glaube, den dritten werde ich nicht lesen. Ich glaube, so sehr interessiert es mich dann auch nicht. Aber die Geschichte ist jetzt zumindest abgeschlossen und rund.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren die ganzen Bücher, die ich alle im August gelesen und gehört habe. Wie gesagt, der August war wirklich ein Monat. Ich hatte so viel Spaß beim Lesen wie lange nicht mehr, weil ich irgendwie alles so ausschalten konnte. Ich hatte keine Uni, ich hatte irgendwie keine Verpflichtung. Ich war im Urlaub und ich finde, im Urlaub lässt sich sowieso besser lesen. Deshalb bin ich sehr, sehr happy, weil auch so viele gute Bücher mit dabei waren, wirklich. Also es war kein richtiger Flop eigentlich, der mich irgendwie enttäuscht hat oder den ich abgebrochen habe. Das ist immer schön. Von daher bin ich jetzt sehr happy und freue mich auf den September. Ich freue mich auch sehr auf so herbstliche Reads, so cozy Fantasy. Da bin ich auf jeden Fall ready für. Ich hätte zwar den Sommer gerne noch ein paar Wochen länger, aber naja, war jetzt schon ziemlich lange. Von daher, ja, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann sage ich, macht's gut und bis dann. Tschüss!